Wie sieht es bei dir aus? Habe ich auch. Okay, super. In dem Sinne würde ich sagen, dann starten wir doch jetzt. So, und damit darf ich euch alle jetzt ganz herzlich zu dem Vortrag begrüßen. Man kann sagen, die Daniela hat es ja jetzt geschafft, sich hier eine große Fangemeinde aufzubauen bei uns an der Schule. Auch nachdem sie es wirklich geschafft hat, wirklich fast im Alleingang als Dozentin hier eine ganz neue Richtung bei uns auch zu etablieren, wo jetzt dieser Vortrag ein super Beispiel dafür ist mit der Energiearbeit. Und das hat eigentlich nach meinem Gefühl einen ganz wichtigen Grund, weil sie genau das zeigt, was man später in der Praxis eigentlich möchte. Und zwar in dem Augenblick, wo man dann wieder auch auseinandergeht, also nicht nur in dem Augenblick, sondern im ganzen Prozess, das werdet ihr bei jedem Kurstag, bei jedem Vortrag merken, hinterher geht es einem einfach besser. Da hat sie einfach so eine schöne, positive, wir werden jetzt in dem Vortrag dann auch nochmal sehen, woran es wirklich bei der Energie liegt, aber man fühlt sich anschließend ruhiger, wohler, einfach besser, so wie man auch möchte, dass der Patient später aus der Praxis wieder rausgeht. Und weil man genau dieses Gefühl bei unserer Daniela immer hat, nehme ich an, so mache ich es einfach fest, damit hat sie sich diese Fangemeinde hier bei uns an der Schule aufgebaut. Und wer heute noch kein Fan ist, ich denke, der wird es nach dem Vortrag sein. Und in dem Sinne wünsche ich euch allen einen lehrreichen, entspannten und wirklich wundervollen Abend. Und übergebe an dich, liebe Daniela. Vielen Dank, Iris. Dankeschön. Ja, ich sage auch nochmal herzlich willkommen heute zu dem Thema Lebensqualität steigern durch Energiearbeit. Genau, und mein Ziel ist es auch, dass ihr heute aus dem Vortrag geht und dass es euch gut geht, dass ihr euch energetisch gut und wohl fühlt. Bevor ich anfange, bringe ich euch immer ein Zitat oder einen Gedanken des Tages, einen Gedanken der Woche mit. Und da es ja hier um Energie geht, habe ich dieses Zitat mitgebracht. Alles ist Energie. Gleiche dich der Frequenz der Realität an, die du möchtest. Und du kreierst diese Realität. Das ist keine Philosophie, das ist Physik. Ja, also ein Zitat von Albert Einstein, der ja derjenige ist, der eben viel mit Energien auch zu tun hatte und eben sehr viel damit auch gemacht hat. Wer mich schon kennt, ich habe auch in meinen anderen Kursen immer mal wieder von Albert Einstein Zitate dabei, weil ich ihn einfach auch sehr gerne mag und ja, auch seine Biografie ist zum Beispiel auch sehr interessant. Hier aber jetzt erstmal einen kurzen Überblick, eine kurze Übersicht, was heute denn euch alles erwartet. Ja, was verstehen wir eigentlich unter feinstofflichen Energien? Also was genau sind feinstoffliche Energien? Was sind dann wiederum Energiefelder, Kanäle und Körper? Dann möchte ich euch das Fünf-Körpersystem vorstellen, wenn ihr im Alltag ganz normal mit diesem Fünf-Körpersystem arbeitet, dann kannst du selber für dich deine Lebensenergie steigern. Was natürlich dann auch zählt, wenn du das genauso weitergibst, dann kannst du das als Berater, Coach, Trainer oder Therapeut auch dementsprechend weitergeben. Also mit dem Fünfkörpersystem die Lebensenergie steigern. Und dann möchte ich noch mal kurz darauf eingehen, woher kommen eigentlich negative Energien, weil die sind es ja, die wir nicht haben wollen. Und dann kommt das Schutz- und Reinigungsritual. Also da machen wir ein Ritual zusammen. Das soll ein tägliches Ritual sein, beziehungsweise ihr könnt das täglich nutzen. Dazu natürlich gerne mehr. Später dann werden wir das machen. Das machen wir also aktiv.
Und dann möchte ich noch die energetische Arbeit vorstellen, meine Webinare dazu. Hier ein kurzer Überblick, also über die Jahreskreisfeste, Energien von Dankbarkeit, Segnen, aber auch schamanische Reisen, weil ich ja auch schamanisch arbeite, also sehr vieles, auch die energetische Arbeit, die ich mache, kommt sehr viel, sehr häufig vom Schamanismus. Mein Bild geht leider über die Folien drüber, oder habe ich eine falsche Einstellung? Du meinst wahrscheinlich mein Kamerabild. Ich denke, du kannst das Kamerabild auch abkoppeln bzw. ankoppeln. Aber ich weiß jetzt leider gar nicht so ganz genau, wie es von deiner Richtung aus funktioniert. Aber du müsstest es zumindest auch kleiner machen können. Das sollte eigentlich funktionieren. Man kann es verschieben, genau. Man kann es nicht mehr verkleinern, nur verschieben. Okay, super. Genau. Okay. Ich habe den Vollbildmodus verlassen, dann war das Bild klein. Genau, super. Dankeschön. Gut, ja, was versteht man unter feinstofflichen Energien? Also mit energetischer Arbeit arbeiten wir ja mit den sogenannten feinstofflichen Energien. Und das sind Energien, oder das ist die Energie, die nicht mit wissenschaftlichen Methoden gemessen werden kann. Oder man muss vielleicht auch sagen, die noch nicht mit wissenschaftlichen Methoden gemessen werden kann und die wir mit den fünf Sinnen nicht wahrnehmen können. Das heißt also, dass wir das mit Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, Riechen diese Energien nicht wahrnehmen können. Wobei eine Art Fühlen es schon sein kann. Das werden wir heute auch machen. Wir werden die Energien mal aktivieren und fühlen. Und es ist aber nicht mit unserem normalen Tastsinn einfach zu erspüren. Ja, so wie wenn ich jetzt über meine Haut streiche, dann merke ich einfach eine Berührung. Diese Art von Fühlen ist es natürlich nicht. Und hier nochmal ganz kurz. Früher, also zum einen ist es natürlich wissenschaftliche Methoden, also zum Beispiel ein Mikroskop gab es ja früher nicht, aber Bakterien und Viren gab es ja auch dann vorher schon. Und deswegen dürfen wir auch hier immer über den Tellerrand hinausschauen und auch mal in unsere Intuition gehen und da hineinspüren. Also energetische Arbeit hat immer auch etwas mit der eigenen Intuition zu tun. Und an der Stelle auch immer ganz gerne, vertraue dir. Ja, ich sage immer auch, alles, was ich hier sage, das sind alles Erfahrungswerte. Wenn du etwas anderes fühlst oder spürst, dann vertraue dir. Ja, das ist immer ganz, ganz wichtig bei energetischer Arbeit. Okay, und dass wir das eben mit unseren fünf Sinnen nicht wahrnehmen können, das ist einfach so, diese fünf Sinne sind in dem Sinne begrenzt. Wir können ja zum Beispiel auch kein infrarotes oder ultraviolettes Licht sehen. Das liegt eben auch außerhalb unserer Wahrnehmungsbereich. Die Folien gibt es nicht nachher zur Verfügung. Das habe ich jetzt so nicht geplant gehabt. Die Hauptstrukturen der Energie, das heißt also, mit denen wir arbeiten, wenn es um energetische Arbeit geht, das ist einmal, das sind Energiefelder. Es gibt verschiedene Energiefelder, aber hier natürlich ganz speziell das Energiefeld von unserem Körper, das ist die Aura. Dann arbeiten wir mit Energiekanäle, das sind die Meridiane. Die kennt ihr vielleicht aus der chinesischen Medizin, die Meridiane, die durch den ganzen Körper hindurchlaufen. Dort fließt unsere Lebensenergie Qi. Das Qi ist im Grunde das gleiche wie Prana, also in Indien wird es Prana genannt, in China wird es Qi genannt. Und das ist im Grunde ein und dasselbe. Und ja,
das fließt ja durch unseren ganzen Körper hindurch. Und das dritte sind die Energiekörper. Es gibt auch hier verschiedene Energiekörper, aber hier ganz speziell arbeiten wir zum Beispiel mit den Chakren. Und auch bei den Chakren, es gibt im Grunde verschiedene Systeme bei den Chakren. Wir nutzen in erster Linie oder vor allen Dingen das indische Chakrensystem mit den 7 Chakren. Und es gibt aber auch noch unterschiedliche, es gibt also welche, den, dann nochmal ganz speziell von den Inkas, von den auch in Afrika sind die Chakren bekannt. Und weil ich manchmal dazu dann gefragt werde, ja, das ist doch eigentlich was Indisches. Und warum arbeitet man mit dem im Schamanismus auch mit Chakren? Natürlich ist unser Körper überall gleich und wir haben tatsächlich, oder die Menschheit hat tatsächlich eben überall solche Chakren dann auch entdeckt und die entsprechen dann auch natürlich einem. Und es hat sich einfach das Indische, ich sag mal, weltweit etabliert. Mit kleineren Unterschieden, wie gesagt, also kommt dann auch ein bisschen drauf an. Aber das ist auch das Gängigste einfach. Und warum sollte ich nur mit feinstofflichen Energien arbeiten? Ich sehe sie doch eigentlich gar nicht. Ich kann sie vielleicht auch erst einmal nicht wahrnehmen. Es ist einfach nur mal, dass ihr euch das auch bewusst macht. Feinstoffliche Energien können materielle Realität erschaffen. Energie, alles ist Energie. Auch nochmal zu Albert Einstein zurück. Alles ist Energie. Ein Gedanke ist Energie. Ich kann einen Gedanken ja nicht fassen. Ja, er ist ja erstmal gar nicht materiell. Aber ich kann Gedanken zu einer Idee formen und diese Idee mit meinem Handeln zu Materie machen, sodass dann eben das, was ich mir jetzt ausgedacht hatte, das, was meine Idee war, dass ich dadurch dann etwas erschaffe in dieser Realität. Und natürlich geht es hier an der Stelle auch noch darum, dass Energien einfach mal nicht richtig fließen können, dass wir also bestimmte Blockaden in den verschiedenen Strukturen haben können. Und wichtig ist nun, wenn wir diese Blockaden erkennen können, und das kann sowohl in den Energiefeldern sein, es kann im Energiekanal sein, also in den Meridianen, oder es kann auch in den Energiekörpern sein, also den Chakren, dann kann sich durch diese Blockaden letztendlich dann bestimmte Symptome oder Erkrankungen ja ausbilden. Und wenn ich aber von vornherein arbeite mit meinen Energien, dann kann ich dann zum Beispiel auch Symptome oder Erkrankungen vorbeugen, also dass sie überhaupt erst gar nicht entstehen, was ja natürlich das Optimale wäre. Ja, wenn ich das alles erstmal vorbeuge, wenn überhaupt gar keine großartigen Erkrankungen entstehen. Und da ist zum Beispiel auch dieses Reinigungs- und Schutzritual, das ich heute mit euch mache, ein ganz, ganz tolles. Und wenn ich das tatsächlich täglich mache, dann werde ich mich einfach von Grund auf besser fühlen. Um das auch noch ein bisschen auszuweiten und zu verstehen, was genau meine ich als jetzt mit Arbeiten an mir, mit den Energien, mit den Strukturen. Ja, dieses Fünf-Körpersystem. Wir haben, also es ist so die Vorstellung, wir haben 5 verschiedene Körper, beziehungsweise man könnte auch hier sagen Felder, wobei das tatsächlich immer als Körper angesehen wird. Und das erste ist der physische Körper. Das ist also das, was ich anfassen kann. Das ist also wirklich mein Körper mit all den Zellen. Das zweite ist dann der energetische Körper, der ätherische Körper. Hier zählt dann schon die Aura dazu. Hier zählen die Meridiane dazu und auch die Chakren. Also im Grunde hier sind nochmal die Energiestrukturen enthalten.
Das dritte ist dann der mentale Körper, das heißt also, wie ich denke, meine Glaubenssätze, also meine Gedanken. Das vierte ist dann der intuitive oder auch emotionale Körper, das heißt also meine Emotionen. Oder und auch, wie ich aus mir selber heraus ja, Dinge tue, also wirklich meine Intuition, die hat auch was mit den Emotionen zu tun. Dazu auch gleich nochmal mehr. Und dann als fünftes der seelische Körper. Und wenn nun eine Blockade entsteht, kann das in einem dieser fünf Körper anfangen und kann sich natürlich auch auf andere Körper wiederum ausweiten. Zeigen tut sich das, die Symptome meistens ja dann körperlich oder auch psychisch und dann bin ich entweder im physischen Körper oder aber auch im energetischen Körper. Und dann wird natürlich auch, wir gehen ja, ich sage jetzt mal ganz normal, wir gehen zum Arzt und dort bekommen wir dann bestimmte Diagnosen, bestimmte Medikamente und die gehen jetzt erst einmal auf den physischen Körper. Also wie würde man den physischen Körper behandeln, beziehungsweise wie kannst du auch, das zählt ja auch das Gleiche, also wie kannst du deinen physischen Körper ja, in Balance halten? Da ist natürlich die Ernährung wichtig, da ist Bewegung wichtig, aber auch Entspannung, also dass es geht auf den, auf das vegetative Nervensystem. Dann, wir nehmen alles, was wir zu uns nehmen und da zählen auch die Kräuter, die Vitamine, die Mineralstoffe, aber eben dann auch, wenn wir krank sind, Medikamente und zum Beispiel auch die Operationen, die sind natürlich in erster Linie am physischen Körper. Dann der energetische Körper, da habe ich ja gesagt, das sind im Grunde diese Strukturen. Also da haben wir die Meridiane, da haben wir die Chakren und auch unsere Aura. Was vielleicht die meisten einfach dann noch kennen, ist also die traditionelle chinesische Medizin, also Akupunktur, ist da was, was auf die Meridiane wunderbar funktioniert. Es reicht aber auch schon zum Beispiel die Akupressur, also einfach arbeiten mit den Meridianen, mit den Akupunkturpunkten. Dann Qigong. Qigong ist für unser ganzes energetisches System, also gerade für diesen energetischen Körper, wunderbar und wichtig. Zum Beispiel Qigong, es gibt ja auch noch andere solche Methoden, komme ich nachher auch nochmal zu dem einen oder anderen. Und dann die Chakrenarbeit. Wer mit seinen Chakren arbeitet, immer wieder seine Chakren zum Beispiel mit Farbe auffüllt, der arbeitet energetisch oder ätherisch. Das dritte ist dann also der mentale Körper, das heißt also das, was wir denken, unsere Psyche. Also haben wir hier zum Beispiel die Psychotherapie, aber auch die Homöopathie, die geht nämlich auch auf unsere Psyche. Und auch Glaubenssatzarbeit, also alles unsere Glaubensmuster, unsere Glaubenssätze, ja, das ist hier in dem mentalen Körper verankert. Dann der intuitive emotionale Körper, hier kann man sehr gut mit Schamanismus im Allgemeinen auch arbeiten, mit den Emotionen eben auch arbeiten, zum Beispiel Emotionen anschauen. Es gibt zum Beispiel schamanische Reisen, wo wir zum Beispiel ja, unsere Angst anschauen, wo wir aber auch solche Dinge wie Scham oder Ekel und so weiter. Du kannst wirklich deine jegliche Emotion begegnen in einer Reise. Das wäre ein Beispiel jetzt einfach. Dann auch bestimmte Rituale und Symbole, aber auch Hypnose und systemische Aufstellung. Das geht hier auf die Emotionen oder auch eben ist intuitiv.
Und hier sind zum Beispiel auch bestimmte Zyklen für uns auch wichtig. Und das fünfte ist dann der seelische Körper. Hier arbeiten wir mit echter Meditation. Also das heißt, echte Meditation bedeutet einfach, dass es nicht nur auf Entspannung ausgeht, weil dann wäre ich tatsächlich in dem physischen Körper. Mit echter Meditation meine ich also wirklich tiefgehende Meditation, also im Grunde schon die erfahrenen Meditierenden. Und dann aber auch die schamanischen Reisen, die eben auch mit Absicht in die Seelenlandschaft gehen, aber auch zum Beispiel Gebet oder Spiritualität. Also manchmal wird dieser seelische Körper auch spiritueller Körper genannt. Und hier ist es jetzt einfach wichtig, dass man lernt, mit diesen fünf Körpern auch wirklich zu kommunizieren und auch eine bestimmte Absicht formuliert. Die fünf Körper sind übrigens nicht getrennt voneinander, also sie durchdringen einander auch. Also es ist jetzt nicht so, hier fängt der eine an und da hört der andere auf, sondern sie gehen auch ineinander über. Und hier fühlt man auch in einen Körper, in einen und in den nächsten Körper immer wieder hinein, um diese fünf Körper wirklich wahrzunehmen. Ich habe aber jetzt auch noch ein paar Beispiele, als wie ihr dann die Lebensqualität steigern könnt und alle fünf Körper dann auch ja, mitnehmen könnt. Bevor ich da reingehe, nochmal ganz kurz. Also, wenn wir energetische Blockaden haben, dann kann sich das in einem dieser fünf Körper einfach festsetzen. Oft wissen wir nicht, wo genau das nun sitzt, also diese Blockade nun sitzt. Wenn ich zum Beispiel eine Blockade in meinem emotionalen Körper habe und zum Beispiel zu jemandem gehe, der Akupunktur macht, dann erreiche ich unter Umständen den emotionalen Körper nicht. Ja, also oft ist es einfach ganz gut, wenn man von allem etwas für sich dabei hat, sodass du letztendlich alle erreichst. Aber du kannst auch für dich selber erreichen, dass du tatsächlich in allen fünf Körpern hineinhorchst, wie es dir geht und deine Energien auch wirklich selber fühlst und spürst, sodass du weißt, wo es herkommt. Und hier nochmal, also ich mache es nochmal kurz auf, der mentale Körper ist ja etwas, was uns im Grunde oft von klein auf etwas beigebracht wird. Also wir übernehmen ja Glaubensmuster von unseren Eltern, von der Gesellschaft oder der Umgebung, wo wir leben. Und wenn es aber mit unserer Seele zum Beispiel nicht übereinstimmt, dann können sich natürlich hier Blockaden setzen, also sowohl im mentalen wie auch im seelischen Körper. Dann oder zum Beispiel, wenn ich bestimmte Erlebnisse gehabt habe, dann speichere ich diese Erlebnisse als eine Emotion mit Bildern ab. Und diese habe ich hier in dem emotionalen, intuitiven Körper abgespeichert. Wenn ich also das nächste Mal in ähnliche Situationen komme, dann bekomme ich ganz automatisch diese Emotionen, weil mein Gedächtnis sich daran erinnert und sofort diese Emotion einfach wieder abspielt. Ja, also so kann man vielleicht manchmal selber auch schon herausfinden, in was für einem Körper es denn so vielleicht Themen gibt, an denen ich vielleicht arbeiten kann. Aber wir müssen ja noch gar nicht krank sein, beziehungsweise natürlich auch, wenn jemand krank ist, kann er seine Lebensqualität steigern, wenn er zum Beispiel folgende Dinge tut. Also für den physischen Körper, gute Ernährung mit Vitamine, mit Mineralstoffe, dass also meine Zellen letztendlich all das bekommen, was sie brauchen. Regelmäßige Bewegung und Entspannung. Also wirklich Entspannung in Form, dass ich immer wieder Entspannungseinheiten mache. Vieles kann ich aber auch kombinieren mit den Dingen für den energetischen Körper.
zum Beispiel Qigong oder Tai Chi oder die fünf Tibeter, hat auch ja was mit Bewegung zu tun und gleichzeitig was mit Entspannung. Also da, wenn ich das zum Beispiel tue, erreiche ich gleichzeitig den physischen und den energetischen Körper. Dann kann ich zusätzlich noch die Chakrenarbeit machen, die Reinigungsarbeit, sowas könnte man zum Beispiel auch täglich machen, dass ich immer wieder als hier meinen energetischen Körper reinige. Was sind die Unterscheidungsmerkmale von mentalem, geistigen und seelisch-spirituellen geistigen Körper? Also der mentale Körper, im Grunde hast du schon auch so gesagt, der Geist, das ist also wirklich das, was ich denke. Man könnte so ein bisschen sagen, das, was ich als Mensch denke, also meine Glaubensmuster, im Grunde haben wir die alle von unseren Eltern mehr oder weniger übernommen, beziehungsweise von denen, man sagt immer so schön, von den fünf Menschen in deinem Leben, mit denen du am meisten zu tun hattest. Also von denen wirst du viele Glaubenssätze und auch die Geisteshaltung übernommen haben. Ich komme jetzt gleich nochmal, auch mache ich gleich schon mal auf. Also hier der mentale Körper, um hier damit zu arbeiten, das ist natürlich die Glaubenssatzarbeit, also welche Glaubenssätze sind für mich begrenzend, bringen mich also nicht weiter, mich jetzt in diesem Leben. Die dürfen dann einfach gehen und durch neue ersetzt werden. Also da macht man dann jetzt zum Beispiel Glaubensarbeit. Glaubensmuster nicht im energetischen Körper. Nein, also die Glaubensmuster sind tatsächlich im mentalen Körper, was aber natürlich letztendlich, also im mentalen Körper ist die Blockade und diese Blockade kann sich aber auch auf den energetischen Körper weiter ausbilden. Das ist schon dann der Fall. Aber entstehen, also die Ursache entstand im mentalen Körper. Und im mentalen Körper geht es also um die positive Geisteshaltung, das heißt also, wie ich so ja grundeingestellt bin, wie bin ich eher ein positiver Mensch, ein optimistischer Mensch oder bin ich eher ein pessimistischer Mensch? Ja, also das ist so die positive Geisteshaltung oder meine Grundhaltung, wie ich dem Leben gegenüberstehe. Und hier kann ich also sehr gut mit Mentaltraining arbeiten. Hier kann ich zum Beispiel sehr gut mit Affirmationen arbeiten. Und das kann ich natürlich auch täglich mit einbringen. Also zum Beispiel eine ganz wunderbare Übung. Die mich kennen, kennen die Übung im Grunde auch schon. Ihr steht morgens auf, ihr geht vor den Spiegel und sagt, heute wird ein guter Tag. Ich bin, je nachdem, was ihr gerade sein möchtet oder was ihr erweitern wollt. Ich bin mutig, frei und fit, zum Beispiel. Ja, also das wäre jetzt zum Beispiel was ich täglich mit mir, mit meinem mentalen Körper tun kann. Also, dass ich wirklich hier an meinen Glaubenssätzen arbeite und in dem Sinne natürlich auch an meinen Zielen arbeite, wie es mir gehen soll. Auch solche Dinge wie, wenn es mir zum Beispiel nicht gut geht und dann könnte ich solche Glaubenssätze machen, mir geht es von Tag zu Tag immer besser und besser. Ja, also diese Glaubenssätze sollen sich auch wahr anfühlen. Dann der vierte, der intuitive, emotionale Körper. Hier geht es um Schamanismus, um Rituale, um Symbole. Man kann auch sagen, um Zyklen. Hier arbeite ich also auch mit meiner Intuition. Autogenes Training, ja. Autogenes Training hat ja im Grunde drei Stufen. Die Grundstufe geht mehr auf den physischen Körper. Ja, weil du meistens ist das Ziel von der Grundstufe, dass du einfach entspannt bist. Das geht also mehr auf den physischen Körper. Die zweite, also die Mittelstufe, arbeitet ja auch in dem Sinne mit einer Art Affirmation, also formelhafte Vorsatzbildung. Und da arbeitest du also im mentalen Körper. Und die Oberstufe,
die würde ich jetzt fast in den seelischen Körper schon reinmachen, wobei die so ein bisschen auch, könnte auch nochmal emotional, weil du arbeitest sehr viel mit Bildern. Also da hast du die beiden Stufen, würde ich jetzt sagen. Also für AT hast du schon vieles, also wenn du alle Stufen vom autogenen Training machst, hast du schon sehr viel auch mit deiner Lebensqualität gesteigert, auf alle Fälle. Also deswegen, ich mag nach wie vor autogenes Training, ist ein Teil von meinem Leben und das ist einfach wunderbar. Ja, der intuitive Körper, hier geht es tatsächlich darum, die Intuition zu erhöhen, deswegen also viele schamanische Arbeit zählt hier natürlich dazu. Dann auch die Zyklen, das wollte ich nochmal sagen, also wir leben in verschiedenen Zyklen und das ist auch wichtig, dass wir uns dessen wieder bewusst werden. Ja, also nicht jeder Tag ist gleich, das ist einfach so. Wir haben jetzt Winter, gut, es regnet, glaube ich, bei mir draußen gerade, aber wir haben Winter, es ist kalt. Dann kommt der Frühling, da kommen die Frühlingsgefühle, Emotionen. Ja, welche Emotionen habe ich eigentlich im Frühling? Da ist so dieses Erwachen, dieses, ja, es fängt langsam alles an zu wachsen. Dann kommt der Sommer, da ist es heiß, da habe ich Energie. Also so sollte es eigentlich sein, ja, nicht, dass es zu viel, zu heiß kann natürlich wieder ermüden, aber im Grunde ist dann dieses, ich habe Energie. Dann kommt der Herbst, im Herbst wird alles zu langsam ruhiger, aber ich gehe ins Ernten. Also das, was ich so Frühling und Sommer gesät habe, das ernte ich im Herbst. Und der Winter soll dann dafür da sein, um zu regenerieren, um auszuruhen und aber auch so ein bisschen, um neue Ziele zu setzen für das nächste Jahr. Ja, also das ist zum Beispiel ein Zyklus. Ja, unser Menstruationszyklus. Auch die Männer haben das übrigens, auch wenn sie das nicht so sichtlich sehen, aber auch bei den Männern. Also beobachtet auch da einfach mal euer Monat. Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, es sind nicht so 28 Tage, wobei auch bei Frauen sind es ja nicht immer exakt 28 Tage. Und auch da, also wir haben da auch Phasen, wo es uns besser geht, wo wir energiereicher sind. Und dann haben wir Phasen, wo es eben einfach emotional eher in die depressive Phase reingeht. Und auch dieses Wahrnehmen und auch Annehmen und auch Nutzen, also die verschiedenen Zyklenphasen dazwischen, Nutzen für bestimmte Dinge. Ja, also das hat was mit diesem Körper zu tun, mit diesem intuitiven, emotionalen Körper. Natürlich habe ich auch eine Verbindung hier zu meinem physischen Körper, weil ich natürlich auch physisch einfach mal reinfühle. Mein Körper sagt mir, oh, jetzt tut dir das weh oder jetzt geht das vielleicht nicht so gut. Ja, deswegen also bitte nie die Körper ganz getrennt sehen. Das eine beeinflusst auch oftmals das andere. Deswegen habe ich als Mann leider immer noch keinen biologischen Menstruationszyklus. Ja, also biologischer Menstruationszyklus, der muss ja auch nicht sein. Genau, aber auch Männer haben das. Und auch hier, wenn Männer in einer Beziehung sind, gleichen sie sich oftmals der Frau an. Ja, also das ist tatsächlich so. Das hat auch wieder was mit Schwingung zu tun. Und man sagt auch, wenn Frauen in einem Haushalt zusammenwohnen, dann haben sie oftmals zur gleichen Zeit ihre Menstruation. Auch das hat wieder was mit Schwingung zu tun und mit sich anpassen. Also auch das sind Energien, die wir austauschen, die wir ganz normal austauschen, wenn wir andere Menschen begegnen. Das ist ganz normal. Ja. Leider, als Mann kann ich das verneinen. Bedingt durch den Mond, ja, auch der Mond. Der Mondzyklus hat natürlich auch nochmal eine Wirkung auf uns. Genau, da ist nochmal ein Zyklus, auf den wir achten dürfen und können. Und auch der Mondzyklus geht auch auf unsere Emotionen tatsächlich.
Genau, also da kann man tatsächlich aus verschiedenen Zyklenbereichen auch da reingehen. Und noch eines möchte ich sagen, was ich jetzt hier nicht reingeschrieben habe, aber das ist auch so ein bisschen schamanische Arbeit, wobei ich teilweise auch mit Meditation dann auch damit arbeite. Lass dich von deinen Emotionen nicht kontrollieren, sondern kontrolliere du deine Emotionen. Auch ganz wichtig, ja, dass man auch da ins Bewusstsein geht, wenn ich jetzt mal einen Wutanfall bekomme. Warum bist du wütend? Was ist es? Weil die Emotion kommt entweder aus diesem Körper und manchmal aber auch aus dem mentalen Körper. Oder es ist vielleicht tatsächlich eine Blockade irgendwo im Energiefluss. Ja, der Energiefluss ist ja im Grunde in dem energetischen Körper. Hier fließt unsere Energien durch die Meridiane, durch die Chakren. Und wenn da etwas nicht so hundertprozentig fließt, kann ich natürlich dann auch hier in mentalen, emotionalen oder seelischen Körper wiederum etwas bemerken, dass ich nicht die ausreichende Energie habe. Und der fünfte ist dann der seelische Körper. Und hier kann ich sehr gut mit Meditation rangehen oder mit schamanischen Reisen oder einfach mit Gebet und Spiritualität. Also je nachdem natürlich, welche Religion ich im Grunde mitbringe, dann ja auch hier lebe dann für die Seele deine Religion. Und dann war jetzt vorhin noch die Frage, das hatte ich noch nicht beantwortet, mit seelisch-spirituellem Körper. Also der mentale Körper ist, wie gesagt, das, was ich denke. Und der seelische Körper ist tatsächlich meine Seelenlandschaft. Ich arbeite ja mit Schamanismus und hier ist es vom Gedanken so, dass wir eine Seele haben. Die Seele ist mit allem verbunden und meine Seele hat einen bestimmten Plan gehabt, als die Seele gesagt hat, so, ich komme jetzt in dieses Leben und ich möchte das und das erleben. Und hier, um zum Beispiel herauszufinden, was möchte ich überhaupt erleben oder was ist meine Vision, was ist meine Aufgabe für dieses Leben, das kann ich zum Beispiel hier mit diesen Dingen erreichen. Also, dass ich das Wissen erreiche. Oder vielleicht ist es auch für viele Seelen auch tatsächlich heutzutage, ich möchte die Erleuchtung erreichen, ich möchte dieses Einssein wieder fühlen und spüren, also zurück zur Natur. Und dann muss ich auch meinen seelischen Körper ja reinigen und meinen seelischen Körper wahrnehmen. Kann ich für den energetischen Körper auch Yoga statt Qigong? Ja, genau. Hätte ich auch dazu schreiben können. Yoga ist auch natürlich auch, geht auf den energetischen Körper, auf jeden Fall. Ja, genau. Genau, also ich persönlich mache auch, also ich mache die 5 Tibeter täglich und mache immer wieder Yoga zwischendurch, genau. Ja. Und so seht ihr, also das, was jetzt hier fett gedruckt ist, sind Dinge, die ich selber für mich tue, aber die ich auch für andere anbiete. Und somit erreiche ich auch tatsächlich alle Körper. Und somit kann ich wirklich für jeden die Lebensqualität steigern. Und es geht hier einfach bei der energetischen Arbeit nicht als erstes irgendwie um Krankheiten heilen. Energetiker heilen nicht. Jeder kann sowieso nur sich selber heilen. Aber ich kann jemanden unterstützen, damit sein Energiefluss wieder ins Fließen kommt, damit Blockaden sich wieder lösen können. Ja, das ist das eigentlich, was ich in der energetischen Arbeit im Schamanismus als Ziel habe, dass der Mensch sich gut fühlt. Ja, wenn du dich gut fühlst, wenn du energetisch bist, wenn du vor Energie strotzt, sagt man ja so schön, dann hast du mit Sicherheit sehr viel mehr Lust, dich zu bewegen, zum Beispiel. Oder dann gehst du auch nach draußen, wenn die Sonne scheint, dann wirst du auch Dinge tun, Gemeinschaften eingehen und so weiter. Also
Wenn ich mich aber depressiv fühle und einfach mein, ja, ich sag mal so, mein Stoffwechsel einfach nicht in Gang kommt, dann fühle ich mich natürlich dementsprechend auch nicht so wohl und nicht so gut. Okay. Also das ist so eine Übersicht über energetische Arbeit und ihr seht, dass auch schon diese Sachen wie Ernährung, Bewegung und Entspannung auch ein Teil letztendlich von energetischer Arbeit ist, eben auf der physischen Ebene. Okay. Ja, und dann kommt es natürlich, ja, woher kommen eigentlich negative Energien? Also woher kommen diese Blockaden, wenn ich immer von Blockaden spreche, sind es ja sozusagen Hindernisse, die irgendwo entweder in der Aura sind oder auch in den Meridianen oder in den Chakren. Vom Bildlichen her finde ich es immer sehr am einfachsten zu erklären in den Meridianen. Das ist wie so ein Kanal, also wenn man sich so einen Gartenschlauch einfach vorstellt und du stellst dich jetzt irgendwo auf den Gartenschlauch drauf und dann kann natürlich das Wasser nicht durch den Gartenschlauch so wunderbar durchlaufen. Und hinten am Ende kommt natürlich nur noch ein kleiner Strahl heraus. Und wenn du dann die Blockade löst, also indem du dann sozusagen deinen Fuß wieder wegmachst, dann kann wieder das Wasser wunderbar fließen. Und letztendlich ist es auch hier so mit Blockaden, das Qi oder das Prana kann hier dann wunderbar wieder laufen, fließen, wenn wir solche Blockaden lösen. Und wo kommen nun solche negativen Energien oder Blockaden her? Gedanken sind Energie, das hatte ich schon am Anfang gesagt. Gedanken. Ich kann also selber in mir auch tatsächlich Blockaden erstellen mit meinen Gedanken. Aber ich kann es auch bei anderen tun. Wenn ich also irgendwie negativ gerade drauf bin, und wir alle sind das mal, ja, das ist auch ganz normal. Wenn ich also negativ drauf bin, dann werde ich das mit mir tun. Also dann werde ich mich selber auch oftmals runterziehen. Außer ich gehe ins Bewusstsein, gehe in meine Emotionen und sage, nein, ich möchte ja jetzt mich gut fühlen. Und dann tue ich. Ja, jeder hat vielleicht so eine Strategie, wie man sich dann so ein bisschen wieder nach oben bringt, in die Energie bringt. Dann gibt es aber auch solche Begrifflichkeiten wie zum Beispiel Flüche oder Verwünschungen. Flüche, ja, also ist das, Flüche sind im Grunde Gedanken, die von anderen kommen, wobei ich mich auch selber verfluchen kann, die von anderen aber oftmals einfach kommen, weil sie dir jetzt irgendwas Negatives gewünscht haben oder mal kurz irgendeinen Gedanken wirklich, ich sage jetzt mal einfach, sich ausgekotzt haben und du hast jetzt tatsächlich diese Energie, also diese Schwingung aufgenommen, in deiner Aura zum Beispiel aufgenommen. Und man kann sich Flüche oder Verwünschungen im Grunde so ähnlich vorstellen wie Vogelkot, also auf unseren Autos. Ja, wenn wir Vogelkot haben, dann und das täglich reinigen oder sagen wir mal einmal die Woche vielleicht sogar reinigen, dann macht es unserem Lack vom Auto nicht viel aus. Ja, dann haben wir es einfach wieder sauber gemacht. Wenn aber dieser Vogelkot drauf bleibt, vielleicht auch noch so die Sonne drauf scheint und über Monate dort bleibt, dann kann es echt auch den Lack angreifen. Und so muss man sich im Grunde auch diese Flüche und Verwünschungen vorstellen. Ja, sie tun uns zwar jetzt in dem Moment oder für gewisse Zeit, sage ich mal, auch nicht so unbedingt gut. Also es ist wie, es kann so ein bisschen bedrückend sein zum Beispiel. Ja, wenn du dich irgendwie bedrückt fühlst und weißt gar nicht, woher eigentlich, dann kann es sowas sein wie ein Fluch oder eine Verwünschung. Und dann ist zum Beispiel ganz gut, also wenn wir uns immer wieder reinigen.
hier kommt jetzt dieses Reinigungsritual, das ich mit euch mache heute, ins Spiel. Wenn ich das täglich mache, ist es wie, wenn ich den Vogelkot täglich mein Auto wasche. Und dann bleibt nichts zurück. Ich spüle das sozusagen alles wieder aus meinem Körper heraus oder aus den Körpern heraus. Und dann gibt es aber auch noch solche Dinge wie Implantate oder Besetzungen. Das ist aber dann nochmal eine Stufe mehr, sag ich mal. Also Besetzungen sind energetisch, ja, Fremdenergien. Also zum Beispiel, wenn du dich fremdgesteuert fühlst, dann sind das Fremdenergien, die von außen oder auch mal von innen kommen und dich eben nicht das tun lässt, was du gerne möchtest. Dann müsste man Besetzungen entfernen. Für heute geht das aber ein bisschen zu weit. Oder zum Beispiel auch Implantate gibt es. Implantate gibt es auch unterschiedliche Implantate im Schamanismus. Und es kann zum Beispiel ein Schutzimplantat sein, mit dem ich auf die Welt komme, das mich eigentlich schützen soll, und dann passiert in den ersten 7 Jahren, passiert mir irgendein Trauma und ich lasse dieses Schutzimplantat immer noch aktiv, weil eigentlich sollte das ganz normale Schutzimplantat so ungefähr ab dem 7. Lebensjahr inaktiv werden. Und dann, ja, bin ich immer noch im Angstmodus und bleibe im Angstmodus für, ja, bis dieses Implantat eben inaktiviert wird. Aber heute soll es eben um die ganz normalen Flüche und Verwünschungen gehen, die eben von außen kommen kann, oder zum Beispiel auch, ja, vielleicht kennt man das ja auch selber mal, irgendwelche Racheschwüre, die man jemanden, gerade weil jemand einen vielleicht verletzt hat, also emotional ja auch in dem Sinne verletzt hat, schickt man irgendjemanden irgendwelche Racheschwüre. Ich denke, das hat jeder schon mehr oder weniger getan. Und hier kommt natürlich auch nochmal das Karma dazu. Also das, was ich aussende, das kommt auch zu mir zurück. Und hier in dem Falle ist es tatsächlich so, ich sende die Gedanken aus und die Gedanken in Energie kommt zu mir zurück und setzt sich auch tatsächlich bei mir, ja, in Aura oder Meridiane oder in den Chakren. Und ich habe mir also damit letztendlich selber gerade einen Schwur oder einen Fluch gegeben. Wie gesagt, es ist nicht allzu schlimm, wenn ich mich aber immer wieder auch reinige. Das muss jetzt nicht zwangsläufig täglich sein. Aber ich denke, unter euch sind vermutlich ganz viele, wenn nicht sogar alle, Berater, Trainer oder Therapeuten. Und es ist natürlich gerade in diesen Berufen ganz, ganz wichtig, dass ihr euch immer eigentlich täglich, nicht nur eigentlich, also dass ihr euch täglich reinigt vor diesen Energien, weil ihr seid mit vielen Menschen in Kontakt, die eben emotional, ja, in den verschiedensten, ich sag mal, negativen Emotionen sind, die auch diese Abdrücke bei euch eben auch hinterlassen können. Und deswegen ist also gerade das Reinigen ganz wichtig. Und dass überhaupt vielleicht gar nicht erst groß, was sich in der Aura auch nur so ein bisschen festsetzen kann, ist auch ein Schutzritual täglich wunderbar. Also sozusagen, bevor du aus dem Haus gehst, machst du das Schutzritual. Somit schützt du dich und viele Dinge, also viele solche Flüche oder, ja, so Schwüre oder sonstiges, kann dann direkt auch abprallen. Das geht dann gar nicht an dich heran. Und wichtig ist aber trotzdem, falls dann doch mal irgendwas durchgegangen ist, dass du am Abend dann dich wieder reinigst. Und das machen wir gleich. Macht es einen Unterschied zwischen Gedanke und ausgesprochenen Gedanke? Gibt es einen Unterschied in der Intensität? Ja, tatsächlich gibt es das. Also der ausgesprochene Gedanke hat immer mehr Kraft und Energie. Auf jeden Fall. Genau. Also werden wir gleich jetzt auch, weil ich werde euch auch eine Absichtserklärung für euren Schutz und Reinigung auch mitgeben. Und
Das ist auch ganz gut, wenn du das auch laut aussprichst, weil gerade dann wirkt es natürlich noch mehr. Dorothea, möchtest du gerne sprechen? Warte, Sprecherlaubnis. Dorothea, wenn du möchtest. Ja. Ja. Ich wollte einfach mal fragen, kann es sein, dass ich einfach aufgrund meiner inneren Haltung mich annähernd immun mache gegenüber von vielleicht von Flüchen, also mit Implantaten und Besetzungen? Da habe ich jetzt nicht wirklich so eine ganz konkrete Vorstellung, aber mit Flüche oder Verwünschungen fühle ich mich einfach irgendwie geschützt, also immun. Mhm. Weiß ich nicht, wie ich das sagen soll. Ist das in deinen Augen naive Denke oder ist das... Nee, also wenn du wirklich diesen Gedanken hast und wenn du eine positive Grundeinstellung hast und immer sehr gut gelaunt auch bist, dann kommt auch oftmals gar nichts an dich ran. Also das ist auch tatsächlich, haben wir im Grunde von klein auf, könnten wir diese Schutzmechanismen auch ganz automatisch machen. Bei vielen Menschen ist es aber einfach so, dass sie in den ersten 7 Jahren irgendwelche Traumata, und es sind kleinere Traumata, ja, das kann auch solche Traumata sein, keine Ahnung, du bist als Kind beim Einkaufen gewesen und hast irgendwas nicht bekommen, was du unbedingt haben wolltest. Und deine Mutter oder deine Vater hat gesagt, nein, das kriegst du jetzt nicht. Das kann ein Trauma sein. Also auch schon so kleinere Dinge. Ja? Das müssen keine Unfälle oder Missbräuche oder Sonstiges sein, sondern das kann auch schon dieses Schutzdenken, also dass es aktiv bleibt und dass wir also eigentlich eher im Angstmodus sind als und im Hab-Acht-Modus. Und wenn du das Gefühl hast, solche Dinge kommen gar nicht an dich ran und du bist ein Mensch, der oft gut gelaunt ist, und dann ist einfach dein Schutzmechanismus wunderbar noch aktiv. Das ist super. Genau. Also kann auch sein, tatsächlich. Okay. Ja, jetzt möchte ich mit euch noch dieses Schutz- und Reinigungsritual, oder wir gehen erstmal in die Reinigung und dann in den Schutz. Da wir ja jetzt so ein bisschen am Abend sind, dann habt ihr bestimmt schon mit vielen Menschen heute über den Tag etwas zu tun gehabt. Es ist übrigens auch ganz normal, also man sagt ja immer, die Aura von einem Menschen kann zwar unterschiedlich groß sein, aber wenn wir in der Nähe von Menschen sind, also wir tauschen Schwingungen aus. Und hier auch natürlich, wir tauschen Gedanken aus, mental, also ohne etwas zu sagen, aber natürlich auch im Sprechen. Dann, wenn wir also einen Menschen berühren, sei es auch einfach nur die Hand geben zur Begrüßung. Alle das sind, ich sag mal, Möglichkeiten für Schwingungsaustausch. Und damit können wir oftmals auch negative Schwingungen aufnehmen. Vielleicht kennt ihr auch so dieses Beispiel, man geht in einen Raum, bisher ging es dir gut, du gehst in einen Raum und irgendwie hast du plötzlich ein Gefühl, irgendwie ist etwas komisch. Oder sogar, wenn du eine bestimmte Person begegnest, wo du sagst, von der möchte ich lieber Abstand halten. Übrigens, wenn du das Gefühl hast und dem auch nachgehst, dann arbeitest du intuitiv, denn dieser Mensch wird dir wahrscheinlich nicht gut tun. Manchmal muss man aber mit solchen Menschen zusammenarbeiten. Und übrigens nochmal hier wieder auch für Berater, Therapeuten, wenn ein solcher Mensch zu dir kommt und du hast das Gefühl hast, du kannst nicht mit diesem Mensch arbeiten und du weißt vielleicht gar nicht warum, das musst du ja gar nicht, aber wenn du dieses Gefühl hast, dann tu es auch nicht, weil es wird dir dann nicht gut tun und du wirst dem Gegenüber im Grunde auch nicht helfen, letztendlich. Ja, also das ist auch nochmal, das ist so die intuitiv, also das kommt aus dem intuitiven emotionalen Körper, den wir ja auch
fühlen dürfen. Wenn du immer wieder zum Beispiel auch hier gegen deine Intuition arbeitest, dann kannst du zum Beispiel auch hier nach und nach Blockaden setzen. Ja, also, weil der Körper sagt sich dann ja auch, jetzt wird wieder nicht auf mich gehört. Und dann kann sich natürlich da auch solche Blockaden setzen. Ist es sinnvoll, vor bzw. nach jeder Behandlung, Therapie ein Schutzritual oder Reinigungsritual auszuführen? Also im Grunde macht man es so, dass du tatsächlich, wenn du am Morgen rausgehst, machst du ein Schutzritual oder meinetwegen auch in deiner Praxis kannst du es machen, dass du ein Schutzritual machst und du kannst, nachdem du jedes Mal den Patienten oder Klienten nach draußen gegangen ist, mal kurz reinfühlen, ob du es benötigst. Aber generell musst du es nicht jedes Mal tun. Eine kleine Sache ist natürlich schon, wenn du jemanden zum Beispiel hast, der sehr depressiv ist, mit dem du gerade gearbeitet hast, wäre es vielleicht ganz gut für dich und auch die nachfolgenden Klienten oder Patienten, weil du natürlich diese Schwingung aufgenommen hast. Sie tut dir vielleicht gerade nicht, also du merkst es vielleicht gerade nicht. Du kannst aber dennoch diese Art von Schwingung an den Nächsten wiederum weitergeben. Ja, das kann natürlich auch sein. Und also gerade wenn man mit solchen Menschen, die eben so emotional depressiv sind, dann macht es schon Sinn, wenn du es zwischendurch auch mal ein Reinigungsritual machst. Aber generell würde ich sagen, also am Morgen dich schützen und am Abend dann reinigen, sodass es dir gut geht. Deswegen vielleicht auf jeden Fall kräftig lüften. Das kannst du zum Beispiel auch machen, genau. Je nachdem, welches Ritual du da auch für dich im Grunde findest, kannst du lüften oder wenn du magst, kannst du zum Beispiel auch zwischendurch mal räuchern oder Duftkerzen oder ähnliches anwenden. Ja, das kann man natürlich auch machen. Damit geht dann auch. Und natürlich lüften dann. Damit schickst du dann die Energie nach draußen. Ja. Okay. Bevor wir nun das Ritual machen, möchte ich einfach mal, dass ihr euch, also auch gerne, wenn ihr nochmal das Bedürfnis habt, jetzt was zu trinken, dann bitte trinken. Ich mache das auch gerne mal. Und wichtig hier ist auch immer die Erdung, dass du also wirklich auch fühlst, dass du geerdet bist. Deswegen also die Füße auf den Boden und erstmal die Füße auch tatsächlich spüren. Und dann setze dich erst einmal bequem hin, so leicht aufrecht, vielleicht angelehnt, so wie es angenehm für dich ist. Ich habe zusätzlich kaltes Wasser ab den Armbeugen zu den Handflächen fließen lassen. Ah, jetzt gerade, super. Und dann setze dich bequem hin, die Hände mit den Handflächen nach oben auf die Oberschenkel. Und dann spüre einfach mal in deine Hände hinein. Du kannst, wenn du magst, kannst du die Augen schließen. Dann für manche ist es immer hilfreicher, sich jetzt also möglichst viele Sinne auszuschalten, um dich auf das Fühlen von Energie in deinen Handflächen zu konzentrieren. Und dann spüre mal, wie Energien sich in deinen Handflächen ja, ausbreiten. Vielleicht spürst du ein Kribbeln oder eine Wärme. Wenn du das noch nicht so spürst, dann schau mal, ob du von deinen Schultern die Energie nach unten ziehen kannst. Rein mental. Vielleicht kribbelt es nun in deinen Händen. Hier haben wir ja auch vom Herzchakra geht hier die Energie in die Handflächen.
Und dann kannst du mal die Hände heben und die Handflächen zueinander führen. Nochmal kurz reinspüren, ob du das Kribbeln oder die Wärme, vielleicht auch eine Ausstrahlung merkst, spürst. Und dann führe mal die Handflächen zueinander, ganz langsam. Und vielleicht merkst du irgendwann so einen kleinen Widerstand. Nun ist immer ganz gut, wenn man so ein bisschen pulsiert mit den Handflächen oder mit den Händen pulsiert. Und wenn du magst, kannst du dann so einen Ball spüren, also die Hände so ja, ein bisschen drehen, zueinander drehen, sodass du die Energien, deine eigene Aura auch spüren und fühlen kannst. Ah, bei dem Qigong liegt der Lao Gong Energiepunkt. Dankeschön, Tanja. Genau, also je nachdem, mit welchem Energiesystem man arbeitet, also das, was ich jetzt sage, ist das Chakrensystem. Du hast natürlich auch bei den Meridianen ganz viele Punkte. Also viele Meridiane gehen ja oder gehen von den Fingern aus. Ich wollte jetzt einfach nur, dass ihr merkt, also dass wirklich unsere Hände auch Energien ausstrahlen. Okay. Und dann kannst du damit, also das ist so ein bisschen die Vorbereitung, dass du die Energien auch spüren kannst in deinen Händen. Und ein wunderbares Reinigungsritual ist auch tatsächlich, dass du entweder deine Aura ausstreichst oder dass du deine Meridiane ausstreichst. Der Unterschied da ist im Grunde, also die Meridiane streichst du aus, indem du tatsächlich über deine Haut streichst. Und die Aura würdest du ausstreichen, indem du erstmal so fühlst, wie nahe du an deinen Körper herangehen musst und es dann also nicht wirklich über die Haut, sondern über deine Aura ausstreichst. Für die Anfänger ist es meistens hilfreicher, die Meridiane auszustreichen, also wirklich tatsächlich über deine Haut zu gehen und damit ja, dich zu reinigen. Und bevor du das machst, noch die Absicht erklären, also wirklich auch laut aussprechen, mögen alle giftigen Stoffe aus meinem ganzen Energiesystem auf natürliche und sanfte Weise entfernt werden. Jetzt. Danke. Und dann fängst du an auszustreichen. Das können wir auch gut im Sitzen machen. Also du fängst an hier oben bei deinen Schultern, also du nimmst die rechte Hand auf die linke Schulter, gehst Innenseite bis zur Handfläche nach vorne. Dann, ich mache es immer ganz gerne, dass ich wirklich die Hand, die ausstreicht, dann auch wirklich was fallen lässt. Gehst zurück, nach außen zurück und wieder innen Handfläche vor. Oder wenn du magst, kannst du auch außen an der Handfläche rausgehen und vorne das ausstreichen. Einmal mit, ob du jetzt links oder rechts anfängst, ist eigentlich intuitiv, so wie du möchtest. Dann nimmst du die andere Seite, Hand. Das macht man so ein- oder zweimal. Genau, das wiederhole ich nochmal. Mögen alle giftigen Stoffe aus meinem ganzen Energiesystem auf natürliche und sanfte Weise entfernt werden. Jetzt. Danke. Und dann gehen wir vorne. Das heißt, also du kannst entweder, wenn du magst, kannst du ein bisschen oben am Scheitel anfangen oder an der Stirn. Also ich fange immer ganz gerne eigentlich Stirn an. Über das Gesicht ausstreichen, Hals, vorne Brustkorb, Bauch, dann vorne, also an den Beinen, vorne nach unten bis zu den Zehen und vorne an den Zehen so ausstreifen. Auch hier, wenn du magst, wenn du das Gefühl hast, du hast hier so negative Dinge rausgenommen, dann
lass es so los mit den Händen, ja, so wirklich, als wenn du es wegschüttelst. Und auch das so oft, wie du magst. Man sagt immer so zweimal, ist nicht im Großen und Ganzen in Ordnung. Dann kannst du auch noch den Rücken, dazu natürlich ein bisschen vielleicht aufstehen, hinten so gut wie du hinkommst. Ganz gut wäre es natürlich, wenn die Handflächen das machen, ja. Also da, wo du hinten, vielleicht kommst du zu Lendenbereich und dann hinten über den Po, hintere Seite, Beine und dann auch so seitlich vorne an den Füßen raus und weg. Und dann nochmal, ein zweites Mal und vorne nach vorne weg. Und dann auch noch von den Seiten und seitlich, gerade bei den Meridianen, also an der Seite haben wir die Gallenmeridiane, die sind so ein bisschen zickzack. Deswegen also so unter der Achsel anfangen und hier so ein bisschen zickzack machen, so als wenn du dich waschen würdest. Ist ja auch eine Reinigung. Ja, und dann waschen und zickzack und dann Außenseite, Fuß, also Bein, Außenseite zum Fuß nach vorne wieder weg. Und das zweite Mal nochmal ausstreichen an der Seite und nach vorne. Und dann die andere Seite noch, auch hier wieder seitlich und nach vorne weg. Und wieder seitlich und nach vorne weg. Und wenn du magst, kannst du auch nochmal ein bisschen so ausschütteln. Okay. Das kannst du also als energetisches Reinigen. Und wie gesagt, entweder wenn du die Meridiane speziell ansprechen möchtest, dann geh auf die Haut. Wenn du die Aura ansprechen möchtest, dann bleib so ja, ungefähr 5 cm oder so gefühlt. Ja. Das können auch mal 10 cm sein oder auch mal kurz so 2 cm von der Haut weg, dass du die Aura auch ausstreichst. Und immer eben mit der Absicht, ja, mögen alle giftige Stoffe aus meinem ganzen Energiesystem auf natürliche und sanfte Weise entfernt werden. Jetzt. Danke. Okay. Und was du jetzt noch machen kannst, ist einmal kurz die Augen schließen und dann gehen wir mal die 5 Körper durch und schau mal, wie es deinen 5 Körpern geht, was du momentan fühlen oder spüren kannst und fang mal bei dem physischen Körper an. Das heißt also wirklich dein physischer Körper, du kannst oben oder unten anfangen, was dir lieber ist. Und zum Reinigen kannst du auch hier nochmal sagen, auch gerne mit deinen eigenen Worten, also mögen alle giftigen Stoffe aus meinem physischen Körper auf natürliche und sanfte Weise entfernt werden. Jetzt. Danke. Und meistens ist es eigentlich besser, wenn du diese Energien auch hier nach unten auslässt, also an die Erde sozusagen abgibst, weil die Erde das neutralisieren kann. Und dann fühl mal in deinen zweiten Körper, in deinen energetischen oder ätherischen Körper, ganz wie du gerade kannst, vielleicht die Aura, vielleicht, weil wir jetzt die Meridiane auch ein bisschen ausgestrichen haben, vielleicht fühlst du im Körper noch die Energie fließen. Und da kannst du auch nochmal sagen, mögen alle giftigen Stoffe aus meinem energetischen Körper auf natürliche und sanfte Weise entfernt werden. Jetzt. Danke. Und dann der mentale Körper. Schau mal, wo du den mentalen Körper vielleicht wahrnehmen kannst. Ob er noch ja, nach der Aura oder
auch um deinen Körper herum ist oder vielleicht sitzt der auch irgendwo in einem bestimmten Bereich. Das kann alles sein. Dann mögen alle giftigen Stoffe aus meinem mentalen Körper auf natürliche und sanfte Weise entfernt werden. Jetzt. Danke. Und dann gehen wir in den intuitiven, emotionalen Körper. Schau mal, wo du den vielleicht wahrnehmen kannst. Auch das kann alles sein. Es kann einen bestimmten Bereich sein, wo du ihn vielleicht am stärksten wahrnimmst. Kann auch im Außen oder im Innen sein, ganz unterschiedlich. Mögen alle giftigen Stoffe aus meinem emotionalen Körper auf natürliche und sanfte Weise entfernt werden. Jetzt. Danke. Und noch in den seelischen Körper. Bei vielen ist das irgendwie oben. Es kann aber auch sein, dass du deinen seelischen Körper ganz tief in dir fühlst. Zum Beispiel, manche haben den in der Nähe vom Herzchakra, dass sie ihn dort sehr deutlich spüren. Ja, die Seele muss nicht außen sein, sie kann auch innen sein. Also deinen seelischen Körper. Und auch die Absicht, mögen alle giftigen Stoffe aus meinem seelischen Körper auf natürliche und sanfte Weise entfernt werden. Jetzt. Danke. Schau mal, wie du dich jetzt fühlst. Wie es dir jetzt geht. Und wenn du so etwas zum Beispiel immer wieder am Abend machst, du musst es nicht komplett machen, ja, du kannst sozusagen dich ausstreichen und oder dass du in deinen fünf Körper reingehst und eben diese Absicht einzeln sagst. Du kannst sie auch im Allgemeinen, ich habe ja am Anfang, habe ich ja gesagt, mögen alle giftigen Stoffe aus meinem ganzen Energiesystem auf natürliche und sanfte Weise entfernt werden. Damit habe ich ja alles auch angesprochen. Aber du kannst eben auch in jeden einzelnen Körper nochmal extra reingehen. Oder auch zum Beispiel dort, wo du vielleicht tatsächlich irgendetwas Unangenehmes wahrnimmst, dass du da nochmal ganz speziell reingehst. Gut, und um einen Schutz aufzubauen, nutze ich eigentlich ganz gerne sowas wie eine Energiedusche. Ja, also auch hier, das ist im Grunde ist es ganz gut, wenn man steht, also auf jeden Fall auch die Erde spüren und aufrecht stehen oder sitzen. Und dann stelle dir vor, wie von oben, ja, so eine Dusche über dich. Also Wasser oder Licht oder was auch immer du dir genau vorstellst. Manchmal sind es bei mir Farben, ganz spezielle Farben, vielleicht eine Farbe, die ich gerade für meinen Tag brauche. Also wie du unter einer Energiedusche stehst und du einen Schutzwall um dich herum bildest. Also wirklich so von oben der Kopf, die Schultern, über Brustkorb, Bauchbereich, bis nach unten zu deinen Füßen und sieh dich selber in so einem Schutzwall, dass also wirklich energetisch keine negativen Energien in diesen Schutzwall
oder den Schutzwall durchdringen können. Das ist eine gute Übung, die du auch wirklich täglich machen kannst. Und wenn du auch hier zum Beispiel, also wenn du das am Morgen gemacht hast, die Energiedusche und deinen Schutzwall, also ich sage mal so ein bisschen so eine Art Blase um dich herum aufgebaut hast und gerade wenn du dann mit Klienten, Patienten oder auch einfach mit Menschen zusammen bist, kannst du zwischendurch immer wieder mal da reinfühlen, wie sich dein Schutzwall eben anfühlt. Und den kannst du immer wieder auch aufbauen, auch während des Tages, wenn du nochmal reingehst und sagst, okay, ich möchte nochmal entweder direkt eine Energiedusche machen oder irgendetwas, ja, ich weiß nicht, reparieren oder da nochmal aufbauen. Wie kann ich den Schutzwall dennoch durchlässig lassen? Ich habe oft das Gefühl, mich damit nach außen abzugrenzen. Formuliere auch hier zum Beispiel die Absicht. Mein Schutzwall, also das sind dann deine Worte. Ich sage da immer, such mal, was sich für dich am besten anfühlt. Also zum Beispiel, mein Schutzwall schützt mich vor äußeren Energien, aber ich bin offen. Zum Beispiel. Oder wie hast du gesagt, ich habe oft das Gefühl, mich nach außen ab. Der Satz ist nicht ganz beendet, deswegen weiß ich nicht. Also das, was du da so sagen wolltest. Also so, dass du nach außen immer noch offen bist. Oder positive Energien annehmen kannst. Abzuschotten. Das Gegenteil von abschotten ist ja offen sein. Dann würde das, denke ich, mal passen. Du bist offen gegenüber positiven Energien und Ideen oder so. Also das ist wirklich, das sind Absichtserklärungen. Und Absichtserklärung, Energie, ja, das sind wieder Energien. Und wenn ich es auch noch laut ausspreche für mich, dann potenziere ich diese Energie für mich auch noch. Weißt du, welche Rolle Alkohol spielt? Schwächt Alkohol die Energiekörper, einen Energiekörper ganz besonders? Sollte man deiner Meinung nach als Energiearbeiter auf Alkohol verzichten? Ja, im Grunde sollte man als Energiearbeiter auf Alkohol verzichten. Alkohol... Ich sag mal so, also eigentlich heißt es, oder das, was ich schon auch so gehört habe, gerade wenn ich auf der einen Seite, wenn ich selber mit mir arbeite und ich gerade irgendeine Energiemeditation zum Beispiel gemacht habe, Alkohol schwächt diese Energien tatsächlich. Also ich sage jetzt nicht, es ist verboten, dass man mal irgendwie ein Glas Wein oder so trinkt, aber sei dir einfach dessen bewusst, dass du halt in dem Moment die Energien ein wenig schwächst. Täglich wäre das natürlich als Energiearbeiter tatsächlich nicht ganz sofort von Vorteil. Ja. Hast du zu diesen Themen Büchertipps? Lass mich mal so ein bisschen überlegen. Also ich würde jetzt, ich sag mal allgemein Lumiere, zum Beispiel Erneuere deine Zellen oder Geistige Heilung, glaube ich, heißt das andere Buch. Das sind ganz tolle Bücher, mit denen man auch schon sehr viel arbeiten kann. Also von Lumiere. Mal ein bisschen überlegen noch welche. Also mit denen kann man sehr gut anfangen, auf jeden Fall. Im Chat ist nur für alle sichtbar, was an alle Gesprächsteilnehmer und Teilnehmer geschrieben wird. Ja, genau. Genau, du kannst... Achso, genau, sorry. Du kannst alle... Ja, stimmt. Manche schreiben an alle Diskussionsteilnehmer, das bin ich. Und wenn du an alle Teilnehmer schreibst, dann können es auch alle lesen, also sowohl ich als auch alle Teilnehmer. Genau.
Das ist so ein bisschen der Unterschied. Okay. Ja, so die nächsten Tage, probier das mal aus mit dem Reinigen- und Schutzritual. Und lasst eure Energien fließen. Gut, dann wollte ich ja noch ein bisschen über weitere energetische Arbeit reden und was es so von mir eben noch in diese Richtung gibt. Es gibt nämlich verschiedene Blöcke in diesem Jahr, also die beginnen jetzt dieses Jahr. Diese verschiedenen Blöcke sind auch einzeln buchbar. Das heißt, du musst nicht alle der Reihenfolge machen oder alle tatsächlich machen, sondern du kannst auch einzeln buchen, wenn dich was Bestimmtes ganz speziell interessiert. Den Buchtitel Erneuere deine Zellen oder geistige Heilung. Ich glaube, es war geistige Heilung. Und hier schreibt noch jemand, kann die Literatur von Petra Schneider noch empfehlen. Super, danke. Die kenne ich, glaube ich, noch nicht. Genau, also bei den Webinaren gibt es natürlich auch wieder Aufzeichnungen der Live-Schulungen. Also falls jemand nicht live dabei sein kann, dann kannst du das auch immer nacharbeiten. Und du kannst zum einen hier live Fragen stellen, so wie ihr jetzt hier seid, eben live dann tatsächlich auch mit mir reden, ja, oder eben über den Chat schreiben. Oder du kannst dann auch Fragen über das E-Learning oder das Forum mir stellen, sodass ich das dann in den nächsten Schulungstermin mitnehmen kann und dort dann beantworte. Und es gibt auch wieder Begleitmaterialien, verschiedene, also die gibt es in den Webinaren, in den Vorträgen. Das ist eigentlich eher untypisch, dass wir Folien euch dann mitgeben. Aber eben bei den Webinaren natürlich, da bekommt ihr dann auch Begleitmaterialien. Und was gibt es so? Also ich habe zum Beispiel das Jahreskreisfeste. Die Jahreskreisfeste, die beginnen nämlich auch schon Ende des Monats, nämlich am 30.01. ist der erste. Ich habe das jetzt hier einfach mal aufgezeigt. Es gibt 8 Jahreskreisfeste. Jedes Jahreskreisfest hat auch bestimmte Themen. Wir werden auch an jedem Jahreskreisfest meditieren und ihr werdet hiermit auch tatsächlich einen ganzen Zyklus einfach mal kennenlernen und hier erstmal für euch und später könnt ihr das natürlich auch dementsprechend weitergeben, dass wir tatsächlich wieder so zurück zur Natur kommen und auch mit der Natur unseren Jahreszyklus leben. Also darum geht es ja auch hauptsächlich bei den Jahreskreisfesten. Das Lichtfest Bridget, das ist am 1. und 2. Februar. Es gibt, also im Grunde gibt es immer Daten, die man theoretisch nehmen kann, aber es ist auch eigentlich immer so eine Zeit um diesen Termin herum. Und hier geht es um Neubeginn, um Visionssuche und auch ein bisschen um den Winter zu vertreiben. Und Neubeginn, deswegen würde das vielleicht auch ganz gut vielleicht für den einen oder anderen passen, um hier mit einzusteigen in den Jahreskreisfesten. Wir sind natürlich dann, sind ungefähr immer alle 6 Wochen ein Termin. Also das geht über das ganze Jahr hindurch. Dann gibt es noch einen Basiskurs. Also das, was ich mit euch heute hier gemacht habe, natürlich kann man da noch ein bisschen tiefer in das ein oder andere reingehen. Aber das wird auf jeden Fall auch in den Basiskurs nochmal mit reinkommen. Hier geht es nämlich eben um diese 3 Hauptstrukturen, also um die Energiefelder, die Energiekanäle und die Energiekörper und was es genau mit denen auf sich hat und wie man ja schon anfangen kann, damit zu arbeiten. Also in dem Basiskurs geht es darum, dass man hier erstmal das Verständnis bekommt, wie können energetische Blockaden entstehen und in welcher Hauptstruktur und was für negative Fremdenergien gibt es denn überhaupt? Also wie kann ich das auch bemerken, welche Energie ich da hier überhaupt habe?
Darf ich als Energiearbeiter positive Energie in Gedanken weitergeben, ohne dass ich die Person vorher gefragt habe? Ich beeinflusse sie ja eigentlich damit. Ja, also du hast natürlich auch eine Ethik und als Energiearbeiter für eine fremde Person, ich sag mal fremde Person, ich nehme mal hier die Familie erstmal außen vor, solltest du immer fragen, auch bei positiven Gedanken, weil vielleicht will diese Person diese positiven Gedanken nicht haben. Vielleicht will die Seele diese positive Gedanken nicht haben und du würdest ihren Seelenplan damit ins Schwanken bringen. Also ja, vielleicht nicht, dass sie das gar nicht machen kann, aber du würdest sie halt einfach tatsächlich energetisch beeinflussen. Genau, und dann also nicht machen. Auch nicht, wenn es um positive Energien geht. Genau, also dieser Basiskurs, der wird einmal am 13. März beginnen oder und am 10. September. Wer also etwas später einsteigen möchte, dann auch dort gerne. Es sind drei Termine damit. Es ist also wirklich so ein bisschen Basis. Was sind eigentlich Energien? Mit welchen Energien arbeite ich eigentlich? Und Ansätze natürlich hier, wie man schon damit arbeiten kann. Dann das Webinar Schutz und Reinigung bei negativen Energien. Also das, was ich mit euch jetzt heute hier gemacht habe, ist eines von vielen. Das ist jetzt etwas, wie gesagt, gegen Flüche und ja für den Alltag, damit eben die ersten negativen Energien nicht zu mir kommen können. Also hier geht es nochmal in dem Webinar um reinigende Aura und der Chakren. Dann auch nochmal einen ganz speziellen schamanischen Chakrenausgleich. Dann verschiedene Schutzrituale für Mensch, Tier und auch Haus. Dann, wie kann ich Schutzamulette machen und Traumtänzer zum Beispiel auch. Wie kann ich die nutzen? Wie kann ich mir selber einen Medizinbeutel machen? Mir oder auch anderen Menschen natürlich. Morgendliche Rituale zum Schutz vor dem Tag. Abendliche Rituale zum Reinigen. Da werde ich auch ein paar unterschiedliche nehmen, weil auch da darf man ja mal selber mal reinfühlen, was genau ist das Richtige für mich. Dann Erkennen und Lösen von Flüchen, Besetzungen und Implantate. Auflösen von Gelöbnissen und Versprechungen. Das sind auch hier nochmal natürlich die Themen. Dann auch zum Beispiel ein Vergebungsritual, weil es sehr häufig ist, dass ein Thema bei sehr vielen Menschen, das Vergebung, also Vergebung, sich selber, aber auch anderen. Und auch nochmal hier Abgrenzung lernen durch die innere Blume, also dass du eine innere Blume hier integrierst und im Alltag immer wieder reingucken kannst, wie geht es meiner inneren Blume und damit letztendlich dann weißt, brauche ich jetzt gerade Schutz und oder Reinigung. Das beginnt am 3.4. und hat 6 Termine. Dann noch ein kleineres Webinar mit 4 Terminen, die Kraft von Dankbarkeit segnen, Licht und Liebe. Und auch die schamanischen Besprechungen habe ich hier mit reingebracht. Also Dankbarkeit und Segnen, das sind wirklich Basiswissen im schamanischen Arbeiten. Damit sollte jeder arbeiten, der schamanisch arbeitet. Und wie mache ich das eigentlich? Also was für Rituale gibt es da? Was kann ich weitergeben? Was kann ich für mich machen? Und auch Licht und Liebe sind Urkräfte. Also wie kann ich die auch aktivieren, fühlen, spüren? Also die universelle Liebe auch wirklich aktivieren für mich und andere. Und das kann man zum Beispiel theoretisch machen, wenn du jemanden also weil es ja hieß, positive Energie jemanden schicken. Du kannst positive, universelle Liebe in den Raum stellen und die, die es möchten, können den dort abholen gehen. Das kann aktiv passieren oder auch unbewusst. Also wenn die Seele merkt, oh, da ist was, da ist diese Energie und die brauche ich jetzt, dann kann sie die nämlich holen, auch wenn der Mensch bewusst gar nicht das macht, sozusagen. Also das kann man zum Beispiel machen. Ja, also ich habe für euch hier auch eigentlich einen Raum am Anfang eröffnet und habe gesagt, dass positive Energie hier in diesem Raum
herrschen soll und darf. Und das ist ja auch das, was ich dann euch in dem Sinne auch wünsche. Genau, und hier kommen nochmal also die schamanischen Besprechungen. Das heißt, vielleicht am ehesten kennen die Menschen immer eine Warze besprechen. Ja, also dass eine Warze dann sozusagen weggeht, sich auflöst. Und das kann ich mit ganz vielen Symptomen machen. Das kann ich auch mit Trennungsschmerz machen. Ich kann das aber auch im Positiven machen. Also dass ich dann auch als Schutz wiederum vielleicht zum Beispiel als Schutz irgendein Ding, sage ich jetzt mal, bespreche und das dann vor meinem Haus stelle und das soll dann das Haus beschützen und dass dann eben alle negativen Menschen hier vorbeigehen. Ja, solche Dinge zum Beispiel gehen auch unter Besprechungen. Also hier wird es besprochen, wie das funktioniert und ihr dürft dann euer eigenes Buch damit erstellen, mit diesen Besprechungen, Besprechungsritualen. Nochmal eine Frage zum Schutz. Mein Körper wehrt sich irgendwie immer gegen Schutzrituale oder Duschen. Meine äußere Hülle fühlt sich dann eingeengt an. Was kann ich tun? Deine äußere Hülle, meinst du jetzt tatsächlich den physischen Körper oder meinst du eher energetisch ein Feld um dich herum? Beides, okay. Zum einen, also ich würde hier natürlich, ich persönlich würde jetzt mal in meinem Seelengarten fragen, warum ich das nicht annehmen darf. Oder dass das tatsächlich diese Art von Schutz nicht das Richtige ist. Vielleicht ist irgendwo im Moment auch irgendwo eine Blockade. Und das Schutz, also dieses, ich sage jetzt mal, dieser Schutzwall ist wirklich dann etwas, was darauf drückt. Das kann zum Beispiel auch sein. Also hier würde ich erstmal mit Reinigung vielleicht erstmal arbeiten. Erstmal reinigen, reinigen, reinigen. Also zum Beispiel das, was wir heute gemacht haben. Und täglich. Und dann probier mal in einer Woche aus, ob es dir immer noch so eingeengt ist bei diesen Schutzritualen. Und was du noch machen kannst, dass du dich vielleicht mal, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie gut du meditieren kannst, aber setz dich einfach mal hin und frage mal in dich hinein. Meistens konzentriere dich auf deinen Herzchakra, also Herzgegend, und frag mal, warum? Warum fühlst du dich eingeengt bei einem Schutzritual? Weil das könnte nämlich theoretisch sein, dass bei dir zum Beispiel das Schutzimplantat noch aktiv ist und dass du deswegen keinen Schutz annehmen kannst. Ja, also das könnte auch sein. Dann müsste man weiterschauen. Vielen lieben Dank für diesen wertvollen, informativen Vortrag. Herzlichen Dank. Eine Frage noch, die Feste mit Meditation werden auch in Webinaren einzeln angeboten. Also die Jahreskreisfeste, das ist ein Webinar, es sind 8 Termine. Also nicht jedes Fest einzeln, sondern also 8-mal, ja, ist ein Webinar sozusagen. Genau. Dann habe ich die schamanischen Reisen nach wie vor. Also manche von euch haben sie ja auch schon gemacht. Da wird dann, das sind 10 Termine, beginnt dieses Jahr am 1.10. und wir reisen in die untere, in die mittlere, in die obere Welt. Da werde ich natürlich erklären, was die jeweilige Welt bedeutet. Wir werden bestimmte Archetypen sozusagen bereisen, Krafttier, innerer Heiler, innerer Lehrer, innere Quelle und so weiter. Aber auch zum Beispiel das innere Kind, die innere Frau, inneren Mann werden wir begegnen. Und hier geht es also rund um die schamanischen Reisen, wie du das für dich, aber auch für andere dann anwenden kannst. Dann noch die Seelengespräche. Da geht es ganz speziell darum, dass du deinen Körper hören, wahrnehmen kannst, dass du eben kommunizieren kannst mit deinen Energien, Schmerzen und Leiden verstehen, dann seelische Ursachen für Symptome und Erkrankungen erkennen
Und auch hier nochmal Wahrnehmen von Aura und Chakren, weil eben auch die Ursachen oft, also die seelischen Ursachen auch oft hier Blockaden schon gesetzt haben, wenn sich das eben im Außen zeigt. Und auch nochmal Reisen in die Seelenlandschaft, hier eben ganz speziell für Seelengespräche. Das sind dann nochmal 5 Termine. Und am Ende des Jahres Energie von Kerzen, Symbolen und Farben. Hier, wie kannst du also Kerzen in Rituale einbeziehen, beziehungsweise auch farbige Kerzen? Oder auch, wie kannst du mit Farben deinen Alltag, ja, ich sag mal, beeinflussen, für dich beeinflussen? Welche Farben brauchst du für was? Und auch, wie kannst du Symbole nutzen und kennen? Ja, das ist also hier nochmal ganz speziell so für den emotionalen Körper dieses Webinar. Das hat 4 Termine und ja, geht eben um Kerzen, Symbole und Farben. So, vielen Dank. Vielen Dank für das Interesse. Manche sind schon gegangen. Genau, vielen Dank für den schönen Abend. Und gerne, also wer noch Fragen hat, dann schreibt gerne im Forum. Entweder in dem Bereich Entspannung oder mich auch direkt an. Und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere in dem ein oder anderen Webinar vorbeikommt und wir weiter energetisch arbeiten können und ich euch begleiten darf. Also ich finde es auch immer sehr spannend und interessant, was bei den Menschen dann auch geschehen kann und geschieht. Genau. Das Einstein-Zitat. Okay, warte. Das Einstein-Zitat hier. Alles ist Energie. Gleiche dich der Frequenz der Realität an, die du möchtest, und du kreierst diese Realität. Das ist keine Philosophie, das ist Physik. Genau. Schönen Abend noch, genau. Dankeschön, ihr Lieben. Habe mich schon für 2 Webinare angemeldet. Bin auch beim Entspannungstrainer bei dir. Aus Wien, schön. Dankeschön. Gibt es Webinare, die schon gestartet sind und wo man noch einsteigen kann? Jetzt von dem Energieberater, nein. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen, nein, da noch nicht. Genau, noch nicht. Also ich habe auch noch die Webinare Meditation, also Meditationslehrer, das theoretisch auch hier ganz gut dazu passt, wenn man gerne auch noch mit Meditation arbeiten möchte, aber vielleicht auch nicht zu viel auf einmal, aber der beginnt nächste Woche Dienstag. Und von den Energiearbeit hat noch keiner begonnen. Also der erste beginnt mit den Jahreskreisfesten am 30.01. Und der Basiskurs ja dann erst im März. Genau. Okay, da bin ich dabei. Gut, ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Mitmachen, für eure Energien. Und ich schicke euch ganz, ganz viel positive Energien. Bleibt ja in einer positiven Grundeinstellung und schickt auch einfach diese Energien so nach außen. Wenn ihr also positiv energetisch nach außen strahlt, dann könnt ihr da auch schon viel bei anderen erreichen, ohne dass ihr es aktiv wollt. Ja, also wenn du deine Umgebung, also das ist im Grunde ja auch das, was hier Einstein eigentlich sagt. Wenn du möchtest, dass deine Umgebung positiv ist, dann sei du positiv, weil du strahlst es nach außen und dann kommt das automatisch, dass deine Umgebung darauf reagiert. Ja? Er hat eben gesagt, dass er den Entspannungspädagogen macht und 2 Energieseminare. Weiß jetzt nicht genau. Ach, Andrea war das, glaube ich. Ich war das, genau, Andrea. Du musst an alle Gesprächsteilnehmer schreiben, Andrea, weil du schreibst an mich
speziell Diskussionsteilnehmer bin ich und ihr seid sozusagen die Teilnehmer. Genau. Also ich glaube, ich beende hier einfach mal schon mal die Aufzeichnung auf jeden Fall und danke fürs Dabeisein.